Hallihallo, ich grüße euch recht herzlich. Ich hoffe, euch geht's gut in dieser verrückten Zeit. Aber eigentlich war es ja schon immer so ein bisschen verrückt, wenn man sich das mal überlegt, in dem Leben, was so passiert mit unserem endlosen Krieg, Ungerechtigkeit, so viel Armut, was wir ja eigentlich, ist ja, wir haben ja eigentlich genug, um alle durchzufüttern. Wenn wir genug Bäume pflanzen würden, ja, wenn wir uns wirklich mehr um die Natur kümmern würden, aber es scheint, dass die Technologie alles kontrolliert. Nur diese Maschine, von der wir Teil sind. Ich würde euch eigentlich mal ganz gerne einladen, mal wirklich über Dinge nachzudenken. Das passiert zu wenig im Leben. Ich meine, wir denken ja einfach nur, oder denken wurde ja eine Funktion, um uns nur daran zu erinnern, was uns gesagt wird. Informationen zu speichern. Aber dieses kritische Denken, das ist sehr selten. Und ich finde, das ist aber sehr wichtig. Weil durch unsere Gedanken erschaffen wir ja unsere Welt. Unser Bewusstsein, in dem wir leben. Was ist das eigentlich, dieses Bewusstsein? Dieses Bewusstsein, was die Welt kontrolliert. Wir sind ja abgelenkt. Wir sind ja völlig abgelenkt alle. Wir haben eigentlich keine Zeit mehr fürs Leben. Wir sind im Stress gefangen. Wir sind in diesem Bewusstsein gefangen, was ja alles kontrolliert. Ja, die Situation der Welt, in der wir uns befinden, vor allen Dingen jetzt mit Corona. Aber ich bin ja nicht davon überzeugt, dass wirklich der große Grund dafür ist, dass wir jetzt alle ja eigentlich unser Leben auf Stillstand gestellt haben. Wenn wir rausgehen, nur mit Masken, wir sollen Abstand halten. Man kann jetzt nur in Restaurants reingehen oder in Clubs reingehen, wenn man geimpft ist oder genesen ist. Und das wird uns ja alles erzählt von der Autorität. Aber diese Autorität, will diese Autorität wirklich, was für uns am besten ist? Oder hat diese Autorität nicht irgendwas anderes im Sinn? Ja, erschaffen. Vergiss unsere Politiker. Denen ist es eigentlich egal. Weil die sind Teil von diesem System, dieser Maschine, die alles kontrolliert. Die Mächtigen außerhalb von uns, die Autorität außerhalb von uns, die sind wirklich das Problem. Aber auch die können wir nicht bekämpfen. Die sind nicht der Feind. Können wir nicht besiegen. Wir können da keinen Krieg gewinnen. Einfach durch eine Revolution, auch durch eine Demonstration. Das gibt's nicht, das geht nicht. Widerstand können wir die Dinge nicht lösen. Da sollte man sich mal mit auseinandersetzen, um herauszufinden, hör mal, was ist hier wirklich los? Was passiert eigentlich in dieser Welt? Und was ist eigentlich das Leben überhaupt? Worum geht's denn hier? Was ist wichtig im Leben? Und das ist etwas, was ich gefunden habe, ist wirklich kein Ding. Oder kein Ding weist darauf hin, dass das Leben kein Ding ist. Wir sind keine Maschinen, die gebaut wurden, um einfach die Arbeit zu verrichten, die uns vorgeschrieben wird. Einfach funktioniere wie eine Maschine. Aber wir sind mehr ein Baum, der wachsen und sich entfalten muss, gemäß den inneren Kräften, die uns zu einem lebendigen Wesen machen. Und ein sehr intelligenter Mann im 18. Jahrhundert, John Stuart Mills, hat das mal gesagt. Und ich finde, das ist eine wichtige Idee, mal zu hinterfragen, was sind eigentlich diese Kräfte, die mich zu einem lebendigen Wesen machen? Diese Energie, die in mir liegt. Wir alle haben das ja. Wir alle sind ja so mächtig. Wir wissen das überhaupt nicht. Wir haben so viel Talente. Die werden überhaupt nicht benutzt. Ein unglaubliches, unbegrenztes Potenzial, was wir ja noch nie realisiert haben. Weil wir funktionieren einfach wie eine Maschine in dieser Welt. Und das ist der Punkt von kein Ding. Wirklich mal zu hinterfragen, wer bin ich eigentlich wirklich? Was ist mein Ding? Was ist mein Bewusstsein? Was sind meine Träume, meine Wünsche, meine Stärken, meine Fähigkeiten? Natürlich ist es auch wichtig zu erkennen, was sind meine Fehler, was sind meine Mankos, was sind meine Schwächen, was sind meine Ängste. Und sich denen zu stellen, ist schon wichtig, um sich wirklich freizusetzen von dem, was einem kontrolliert. Um wirklich auch bessere Beziehungen zu entwickeln. Ich habe mir schon immer gedacht, diese Probleme in Beziehungen, die wir ja alle haben, dieser Streit miteinander, wo es darum geht, wer hat Recht, wer hat Unrecht, einander die Schuld zu geben, das ist völlig unnütz. Wenn wir wirklich lernen könnten, einander wirklich zuzuhören, einander zu verstehen. Weil wir alle haben ja eine Berechtigung, so zu sein, wie wir sind. Wir alle haben eine Berechtigung, so zu denken, wie wir denken. Wir alle in gewisser Weise haben ja Recht. Aber wir alle sind so, wie wir sind, weil wir das gelernt haben. Das ist unsere eigene Natur, die sich durch unsere eigene Erfahrung entwickelt hat. Ich rede, was wir von Erfahrung gelernt haben. Weil das erschafft unsere Realität. Das erschafft unser Bewusstsein. Und darauf möchte ich auch hinweisen, mal das zu hinterfragen. Was ist das wirklich? Was ist mein Bewusstsein? Was habe ich wirklich gelernt? Was weiß ich wirklich? Um dann, nachdem man wirklich sich kritisch damit auseinandersetzt und diese Fragen beantwortet, zu erkennen, wer bin ich?
Ich glaube, wir alle haben uns irgendwann mal nach dem Sinn des Lebens gefragt. Nur dann hatten wir keine Zeit mehr. Der Druck der Gesellschaft. Zeit existiert ja in dem Sinne nicht, weil der einzige Moment, der existiert, ist jetzt. Ist der einzige Moment, wo wir etwas lernen können, wo wir uns bewusst werden können. Ist jetzt. Wusstet ihr noch, wie das war, als ihr klein wart? Kinder? Die kennen später, gibt's für die gar nicht. Alles ist jetzt. Jetzt ist magisch. Jetzt ist ein Wunder. Jetzt lebe ich. Jetzt spiele ich. Jetzt erfahre ich. Jetzt entwickle ich mich. Jetzt bin ich neugierig. Jetzt habe ich Fragen. Jetzt atme ich. Jetzt bin ich mir bewusst. Jetzt ist dieser Moment, wozu ich auch euch herzlich einlade, um jetzt zu sein. Aber ich möchte auch ehrlich sein. Ich muss ehrlich sein. Darüber zu sprechen, ist eine Sache. Das ist etwas, was ich gelernt habe. Das ist mir, ich habe dieses Bewusstsein erlangt. Ich habe diese Dinge realisieren gelernt. Aber woran es hapert, und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, der da Herausforderungen hat, ist dieses Bewusstsein in die Praxis umzusetzen, ist das zu leben. Um sich selber zu verwirklichen. Und das ist auch der Punkt einer Philosophie oder einer Praxis, die ich entwickelt habe, als ich noch in Amerika gelebt habe. Ich habe ja lange Jahre, mehr als 2 Jahrzehnte in Amerika gelebt. Realize to actualize. Das ist eigentlich die Grundlage von Kindling. Was auch immer wir realisieren, aktualisieren wir. Worüber ich mir bewusst bin, erschafft meine Realität. Ganz einfach. Und so ist es für uns alle. Aber worüber bin ich mir bewusst? Da fängt es erstmal an. Und dann ist natürlich der zweite ausschlaggebende Schritt die Praxis. Das heißt, jeden Tag, jeden Moment das zu praktizieren. Zu praktizieren, froh zu sein. Bedarf es wenig, doch wer froh ist, ist ein König. Wir wussten das alle als Kinder, aber was ist dann passiert? Dann sind wir alle irgendwie undankbar geworden. Wir gewöhnen uns an unser Leben und wir sehen uns nach einem besseren Leben immer. Dann kommt immer dieses Jahr später. Wir machen was, um dann später was zu bekommen. Das bringt uns völlig aus diesem Jetzt raus. Deshalb wollte ich euch auch nochmal daran erinnern und vielleicht ein bisschen in diesem Video euch in diesen jetzigen Moment bringen. Und der ist ja nicht nur jetzt, während ihr dieses Video schaut, der ist ja immer. In jedem einzelnen Moment in eurem Leben. Und wenn ihr jetzt seid, jetzt könnt ihr lernen, bessere Beziehungen zu entwickeln. Jetzt könnt ihr lernen, froh zu sein. Jetzt könnt ihr Verständnis entwickeln. Jetzt könnt ihr Geduld entwickeln. Alles ist jetzt. Jetzt ist die Zukunft, die wir selber erschaffen. Und das ist dieses Jetzt-Sein, dieses Neu-Sein, dieses Ich-Sein. Authentisch zu sein, wenn wir glücklicher mit uns selber sind, wenn wir zufrieden sind. Dieser Frieden außerhalb von uns, das ist ja auch dieses Ding außerhalb von uns, genau wie Freiheit. Wir suchen nach Freiheit, wir suchen nach Glück, wir suchen nach Gott, wir suchen nach Liebe außerhalb von uns. Aber das sind wir ja. Das ist unsere authentische Natur. Schaut euch nur mal Kinder an, wie die sind. Kinder können nicht lügen. Die wissen das noch nicht, die lernen das später, aber die wissen es nicht. Kinder sind wahr. Kinder sind frei. Kinder sind eigentlich unser größter Lehrer. Schaut einfach mal dahin, was ein Kind euch erzählt. Wenn ein Kind euch bei der Hand nimmt, was ein Kind euch zeigen will. Dinge, die wir wirklich schon vergessen haben. Und deshalb ist es auch dieses Lernen eigentlich, ist es mehr ein sich daran erinnern, wer wir waren, bevor wir konditioniert und kontrolliert worden sind. In diesem Sinne, ich bedanke mich für eure Zeit. Ich bin der Christoph. Ich bin natürlich kein Ding. Ich lebe hier bin zurzeit in Bodenheim, aber ich lebe in Nackenheim. Kleine Ortschaft zwischen Mainz und Worms. Würde mich super freuen, mal von euch zu hören, mit euch zu kommunizieren, was auch ein anderer wichtiger Bestandteil ist von Kindling, Kommunikation. Weil durch Kommunikation erschaffen wir Gemeinschaft. Eigentlich sind wir ja alle andere Versionen voneinander. Ich bin ein anderes Du und du bist ein anderes Ich. Und wir alle sind eins. Wir alle kommen von der gleichen Lebensenergie. Und es ist wirklich Zeit, sich damit zu verbinden, damit wir wirklich Frieden machen können. Frieden in der Welt. Es fängt damit an, indem man Frieden mit sich selber macht und Frieden mit unseren Mitmenschen. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss.